man sich selbst mit ängstlichen Gedanken, mit überhaupt nicht logischen, mit vollkommen durcheinander geratenen Gedanken wiedererkennt. Und man überhaupt keine Energie mehr frei hat, um da jetzt irgendwie Stopp zu sagen, um aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen. Wenn man die Fähigkeit verloren hat, sich zu konzentrieren, wenn man die Fähigkeit verloren hat, sich für eine Viertelstunde einfach fokussiert irgendetwas zu widmen, ja dann ist es Zeit, genau solche Routinen zu installieren. Hey mein Freund, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Cool, dass du mit dabei bist. Und das ist heute ein Video, wenn du das bis zum Ende dir anschaust, dann verspreche ich dir, dass du nicht nur auf der einen Seite einen Mehrwert aus dem Ganzen mitnehmen wirst, sondern dass du auf der anderen Seite vor allen Dingen auch dir eine Saat säst, die du ja schon bald ernten wirst, die aber vor allen Dingen eine Saat ist, die nicht innerhalb von Wochen jetzt wirklich so ein bisschen gedeiht, sondern die wirklich innerhalb von Monaten, vielleicht sogar innerhalb von Jahren, sich für dich und deinen Weg wirklich bezahlt machen wird. Ich will natürlich nicht davon sprechen im Vergleich zu anderen, aber tust doch, weil das hier ist eine Erkenntnis, die nicht nur dich ganz persönlich betrifft, die nicht nur mich ganz persönlich betrifft, sondern die vor allen Dingen auch das betrifft, was um uns herum passiert. Das heißt, alle anderen Menschen sind genauso davon betroffen wie du, wie ich. Und deswegen geht es hier heute auch darum, wie wir, wenn wir jetzt eine Bank miteinander hier irgendwie teilen würden und auf der jetzt zusammen sitzen würden, wie wir uns in dieser Situation gegenseitig wahrnehmen und wie wir diesen Moment miteinander wirklich teilen. Ob wir in diesem Moment wirklich bewusst da sind oder ob wir, und darum geht es heute, geistlos einfach nur da sind und auf irgendwelche Autopiloten-Modi zurückgreifen, die alle Beziehungen total oberflächlich, total unecht wirken lassen. Ganz einfach, weil unser Ich so erschöpft ist, weil unsere Aufmerksamkeitsenergie, um die es heute ganz maßgeblich gehen wird, von einst 100% auf vielleicht noch gerade 20% und auf einen Überlebensmodus runtergegangen ist. Und wir schlagen die Brücke zum Thema des heutigen Videos, damit das ein bisschen mit Inhalt jetzt gefüllt wird. Und zwar geht es heute nicht nur um dieses Buch, das ist jetzt einfach nur eine super Einleitung, die ich dir gleich vorlesen möchte. Frank Schemacher, Payback, warum wir im Informationszeitalter gezwungen sind zu tun, was wir überhaupt nicht tun wollen und wie wir die Kontrolle über unser Denken zurückgewinnen. Und nicht nur der gute Frank Schemacher hat darüber geschrieben, sondern auch der gute Maurice. Das ist jetzt keine Eigenwerbung, sondern es geht einfach in dem Buch auch in ganz vielen Kapiteln um genau das, was der gute Frank Schemacher geschrieben hat. Nur hier geht es noch ein bisschen aus einer jugendlicheren bzw. aus einer jüngeren Sichtweise und vor allen Dingen aus einer Sichtweise, wie wir nicht nur die Kontrolle über unser Denken zurückgewinnen können, sondern wie wir vor allen Dingen auch die Kontrolle über unseren Alltag und wie wir die Kontrolle teilweise auch über unsere Sexualität, die eng damit verbunden ist, wenn du Pornografie oder sonst irgendwas geguckt hast, wie wir die Kontrolle einfach über unser inneres Ich vor allen Dingen zurückgewinnen können. Das heißt, zwei Bücher, Links in der Beschreibung. Wir fangen an mit einer verdammt coolen Einleitung, die das, was ich dir heute in diesem Video mitgeben möchte, perfekt auf den Punkt bringt. Ich lese es dir einfach vor. Wer frisst wen in der digitalen Gesellschaft? Beherrschen wir die Computer oder werden wir von ihnen beherrscht? Haben wir nicht nur das Denken, sondern auch unsere Intuition längst an sie abgetreten? Und er stellt dann die Behauptung auf, die inzwischen keine Behauptung mehr ist, sondern die in zig wirklich eindrucksvollen Studien immer wieder belegt worden ist, teilweise auch noch laufend belegt wird. Multitasking ist Körperverletzung. Und Konzentrationsstörungen und chronische Überforderung sind Zeichen eines existenziellen Wandels im Umgang mit uns selbst. Auch darum geht es gleich. Der Mensch ist nicht nur ein Fleisch- und Pflanzenfresser. Er ist auf dem Weg, ein gieriger Informationsfresser zu werden. Denn Informationen sind Vorteile. Und in der Informationsnahrungskette siegt der, der am schnellsten und effektivsten Nachrichten sendet und empfängt. Aber, und das bezeichnet er als dieser neue digitale Darwinismus, führt dazu, dass wir eben nicht mehr unterscheiden können, was wichtig und was vollkommen unwichtig ist. Und das ist wirklich eine Einleitung, die das Ganze unglaublich gut auf den Punkt bringt. Es geht heute logischerweise ums Internet. Es geht um das, was uns alle heute auf die eine oder andere Art beeinflusst. Ob wir das wahr wollen oder nicht, ob wir das bewusst tun oder nicht, ob wir das unbewusst tun oder nicht. Das Erste, was du dir als einleitende Metapher mitnehmen kannst, ist ganz einfach, dass wir jeden Abend ins Bett gehen
Logisch. Und wenn wir ins Bett gehen, die Nacht im Bett verbringen, schlafen, morgens aufwachen, wir in der Nacht unseren Aufmerksamkeitsspeicher, unsere Energiespeicher aufgeladen haben. Das heißt, am Abend war der vielleicht leer, wir hatten nicht mehr so viel Konzentrationsfähigkeit, wir konnten uns nicht mehr so gut fokussieren. Wir wachen morgens auf und dieser Speicher ist wieder aufgeladen, der ist wieder voller, der ist wieder mit mehr Kapazität gefüllt. Das heißt, wir wachen morgens auf, stehen auf, machen die ersten Handlungen und mit diesen ersten Handlungen, deswegen sind diese Morgenroutinen heute so beliebt, mit diesen ersten Handlungen richten wir quasi unseren Fokus darauf auf, wie wir diesen Tag heute angehen wollen. Und ich sage jetzt mal, dass sobald wir als erste Handlung, jetzt nur mal beispielhaft, jetzt zum Beispiel das Smartphone anmachen, das iPad anmachen, den Computer anmachen, ins Internet gehen, dass wir dann vom mit guten Vorsätzen ausgestatteten Krieger zum Esel werden. Ganz einfach deswegen, weil wir nicht mehr agieren, weil wir überhaupt nicht agieren, sondern weil wir einfach nur reagieren. Das heißt, wir sind nicht aktiv, sondern wir sind passiv. Wir sind quasi Beobachter. Und wir füllen das jetzt noch ein bisschen mehr mit Inhalt. Das heißt, wenn das jetzt mein Smartphone wäre und ich auf dieses Smartphone gucke, dann sagt mir das Smartphone permanent, was ich machen soll. Das heißt, das Einzige, was ich auf diesem Smartphone mache, ist, meinen Finger zu bewegen. Und nicht nur meinen Finger zu bewegen, sondern auch meine Gedanken mit diesen Fingerbewegungen ebenfalls zu bewegen. Das heißt, du musst dir das so vorstellen, als ob ein Smartphone, als ob ein iPad, als ob das Internet dir permanent einen roten Faden hier vor deiner Nase herumführt. Und du machst nichts anderes, als mit deinen Fingern, mit deinem Zeigefinger, diesen roten Faden zu verfolgen. Ob das jetzt eine WhatsApp-Nachricht ist, die unnötig ist, ob das Facebook ist, ob das Instagram ist, ob das irgendein Artikel im Internet ist, ob das YouTube ist, ob das Selbstverbesserung ist, ob das Persönlichkeitsentwicklung ist, ob das die beste Inspiration ist, ob das. All das ist wie ein roter Faden, der vor dir hergespannt ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen, wenn du das jetzt in der echten Welt machst, würdest du dich wenigstens noch ein bisschen dabei bewegen. Aber das Einzige, was wir dabei machen, ist, dass wir unseren Finger bewegen. Und wie gesagt, unsere Gedanken. Das heißt, und jetzt schlagen wir die Brücke so ein bisschen. Du hattest vorher, bevor du dieses Smartphone oder sonst irgendwas aufgemacht hast, sagen wir mal 90% noch an Aufmerksamkeitsenergie zur Verfügung. Machst du das Handy an, hast du plötzlich nur eine 80% zur Verfügung. 5 Minuten später 70%. 10 Minuten später 60%. Am Anfang hast du noch relativ sinnvolle Sachen an diesem Handy gemacht. Später machst du keine sinnvollen Sachen mehr. Hast nur noch 40% zur Verfügung. Mit diesen 40% stehst du noch mal einmal vor der Frage, soll ich es jetzt ausmachen oder soll ich noch gerade das und das gucken? Und ganz oft ist es dann so, dass man noch das und das gerade noch mal guckt. Mit diesem das und das geht die Aufmerksamkeitsenergie, natürlich ist das jetzt nur eine Metapher, die geht runter auf 30%. Und wenn deine Aufmerksamkeitsenergie erstmal so tief gefallen ist, dann hast du keine Energie mehr zur Verfügung, um jetzt irgendwie eine bewusste Entscheidung zu treffen. Das heißt, aus diesen ursprünglichen 10 Minuten auf dein Handy gucken, wird auf einmal eine ganze Stunde. Meinetwegen sogar anderthalb Stunden. Und dann nach diesen anderthalb Stunden machst du dein Handy aus oder was auch immer machst du aus und denkst dir dann, ich wollte doch jetzt eigentlich noch irgendwas schreiben, ich wollte jetzt eigentlich noch Sport machen, ich wollte jetzt eigentlich noch das und das machen. Aber du hast überhaupt keine Energie mehr, du hast keine Motivation, du hast keinen Drive mehr zur Verfügung, weil deine Aufmerksamkeitsenergie einfach so zerstreut worden ist, dass du jetzt nicht nur zig neue Gedanken mit dir herumträgst, dass du dich jetzt nicht nur noch mit zig neuen Leuten vergleichst, die du in deinem Leben wahrscheinlich noch nie gesehen hast, die du in deinem Leben noch nie sehen wirst, sondern du hast auch zig neue Vorstellungen davon, wie du dich jetzt irgendwie verbessern könntest, wie du jetzt irgendwas neu machen könntest, wie du das und das und bla 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 und ach, XY hat ja das gemacht, XY hat das gemacht und ach, wäre ich doch da bloß dabei gewesen und setz irgendwas ein, was da jetzt in deinem Kopf irgendwann vorgegangen ist. Du weißt definitiv, wovon ich spreche. Das heißt, dieser rote Faden, der zerstreut sich auf der einen Seite, der lässt aber auf der anderen Seite auch diese Aufmerksamkeitsenergie, die du brauchst, um eine bewusste Entscheidung zu treffen und keine unbewusste, die lässt er einfach rapide absinken, sodass deine Aufmerksamkeitsenergie nicht abends um 22 Uhr erst leer ist, sondern dass sie vielleicht schon um 11 Uhr morgens leer ist. Und dass du dann deinen ganzen Tag, und darum geht's, wenn
Frank Schirmacher beispielsweise von dem neuen Phänomen der Geistlosigkeit spricht, sodass du deinen ganzen Alltag, deinen ganzen Tag in einem Autopilotenmodus verbringst, in dem dieser Autopilot dein Unterbewusstsein nennst, wie auch immer. Das heißt, du reagierst einfach nur den ganzen Tag auf das, was da außen passiert, weil du innerlich überhaupt keine Energie mehr frei hast, aktive Entscheidungen zu treffen, die du eigentlich treffen möchtest. Das heißt, dieser Autopilot führt dich jetzt im Autopilotenmodus durch deinen Alltag und du stehst dahinter und denkst dir, what the fuck ist denn hier los? Das will ich ja eigentlich alles gar nicht, warum mache ich das denn? Hast aber einfach keine Energie mehr zur Verfügung, weil der rote Faden dich hat leer werden lassen. Und das kann in den besten Absichten passieren. Und das ist das, was Frank Schirmacher beispielsweise damit meint, wenn er sagt, dass wir heute gezwungen sind, fast schon zu tun, was wir überhaupt nicht tun wollen. Einfach weil diese Energie sinkt und wir dann halt eben nicht mehr diese bewussten Entscheidungen treffen können. Weil der rote Faden mal wieder zu verführerisch war, dass wir Stopp hätten sagen können. Und wenn wir dieses Stopp eben nicht früh genug sagen, dann macht er mit uns, was er will. Und deswegen, das ist das, was du aus dem Video mitnehmen kannst, ist es so enorm wichtig heute, dass wir, und jetzt hole ich noch eine kleine Inspiration aus meinem Tagebuch, dass wir hingehen und lernen, uns wieder ganz bewusst Routinen zu erschaffen. Dass wir uns Rahmen, dass wir uns Orientierung schaffen, die wir irgendwie aufschreiben, die wir schriftlich festhalten, an denen wir uns tagtäglich orientieren können, wovon wir ganz genau wissen, das ist mein Grundgerüst, das ist mein Fundament, auf dem ich jeden Tag aufbaue. Das sind meine Entscheidungen, über die ich mir überhaupt keine Gedanken mehr machen muss. Die geben mir den Rahmen, in dem ich mich fortan bewegen kann, in dem ich fortan denken kann, in dem ich fortan handeln kann. In dem ich fortan vor allen Dingen auch mal ganz bewusst gar nichts machen darf. Überhaupt gar nichts. Pause, Reboot, Neustart, Energie auftanken, Bewusstseinsenergie von hier unten nach da oben heben. Das sind die Rahmen, von denen wir jetzt in den nächsten 2 Minuten noch sprechen und die ich mir in meinen Alltag integrieren kann. Weil ich sage natürlich auch nicht, dass mir das jetzt alles gelingt, was ich hier aufgeschrieben habe. Es ist ein Prozess. Aber das habe ich am Anfang damit gemeint, dass wir eine Saat säen und dass die Saat sich vor allen Dingen erst innerhalb von Monaten, innerhalb von Jahren wirklich bezahlt macht. Das heißt, jede bewusste Entscheidung, die wir jetzt treffen, wird irgendwann in Monaten, Jahren wirklich belohnt werden, wenn wir dranbleiben. Das geht nicht von heute auf morgen. Keine Gewohnheit ist von heute auf morgen installiert. Aber wenn die einmal installiert ist, dann ist sie installiert und dann ist das auch gut so. Das heißt, was wir machen können, um diese Kontrolle wieder zurückzubekommen, ist ganz einfach. Das heißt, jedes Mal, wenn wir ins Internet gehen, jedes Mal, wenn wir den WLAN-Anmachknopf irgendwie betätigen und entweder den Browser öffnen oder Facebook öffnen oder sonst irgendwas öffnen, dann sagen wir uns vorher innerlich, okay, mein Fall, okay, Maurice, in deinem Fall setzt deinen Namen ein. Ich gehe jetzt natürlich online, aber ich gehe online mit einem Ziel. Ich mache mein Handy an mit einem Ziel, ich mache mein iPad an mit einem Ziel, ich mache meinen Computer an mit einem Ziel. Und sobald dieses Ziel erledigt ist, sobald dieses Ziel erreicht ist, dann mache ich das Gerät aus. Dann mache ich WLAN aus. Und jetzt kannst du hingehen und sagen, okay, das ist aber schon ein bisschen extrem, bin ich d'accord mit dir, weil du hast aus eigener Erfahrung, dass wenn man das so extrem angeht, dass dann irgendwann wahrscheinlich wieder eine Phase kommt, wo man dann einfach so voll wieder reingeht und dann überhaupt nichts mehr unter Kontrolle hat. Deswegen, du kannst natürlich dann hingehen und dir so eine Hintertür offen lassen. Das heißt, ich mache das Gerät an, habe das Ziel erreicht und dann darf ich mir eine Seite, einen Beitrag, ein Video oder sonst irgendwas zur Belohnung anschauen. Aber dann ist Schluss und dann mache ich es aus. Das heißt, erst das ursprüngliche Ziel erreichen, dann eine Belohnung und dann aus. Das sind einfach so Sachen, die du für dich selbst aber installieren musst. Das heißt, das sind Sachen, die kann ich jetzt nicht für mich irgendwie hier auf dich anwenden, die kannst du nicht von mir irgendwie abgucken, die kann ich nicht von dir abgucken, sondern das sind wirklich individuelle Sachen, die du für dich selbst einfach entscheiden musst. Abschließend, einfach nur so als abschließende Motivation, abschließende Inspiration für uns beide, für unsere Reisen, wenn man sich selbst mit ängstlichen Gedanken, mit überhaupt nicht
logischen, mit vollkommen durcheinander geratenen Gedanken wiedererkennt. Und man überhaupt keine Energie mehr frei hat, um da jetzt irgendwie Stopp zu sagen, um aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen. Wenn man die Fähigkeit verloren hat, sich zu konzentrieren, wenn man die Fähigkeit verloren hat, sich für eine Viertelstunde einfach fokussiert irgendetwas zu widmen, ja dann ist es Zeit, genau solche Routinen zu installieren. Wenn wir die Kontrolle verloren haben und wenn wir konstant uns einfach nur treiben lassen von diesem roten Faden, von diesen Fingerbewegungen, über die wir überhaupt keine Kontrolle mehr haben, und sich dieses Phänomen des roten Fadens, dieses Reagierens auch unseren Alltag überträgt, ja, dann ist es Zeit, dass wir genau diese Routinen auf unseren Alltag übertragen. Dass wir uns einen Rahmen schaffen, dieses Internet einfach mal auslassen, nur für die Ziele einsetzen und zu dieser Routine uns einfach wirklich verpflichten. Es ist an der Zeit, unser Leben wieder zu leben. Und das ist der Abschluss. Das ist nämlich heute auch so eine Sache, wo ich bei mir selbst in den letzten Monaten feststellen musste, ja, es stimmt, wo ich bei anderen, mit denen ich telefoniere, mit denen ich rede, mit denen ich schreibe, auch immer wieder feststellen muss, ja, es stimmt auch bei denen, dass wir uns vergleichen mit Leuten, die wir noch nie im Leben gesehen haben. Dass wir uns vergleichen mit Theorien, mit Konzepten, die irgend XY aufgestellt hat, die wir auf unser Leben anwenden, auf unser Inneres anwenden. Wir machen uns selbst einen Druck, der von außen auferlegt ist, mit dem wir uns vergleichen, obwohl wir diese Leute niemals gesehen haben. Wir sehen dann nur Pixel, wir sehen dann nur irgendwelche Masken, wir sehen dann nur irgendwas Vorgespieltes und übertragen das auf unser Leben. Machen das zum Maßstab und wenn wir abends ins Bett gehen, dann messen wir uns an diesen Maßstäben von Leuten, die wir noch nie gesehen haben wirklich. Und genau das ist das, was natürlich das Internet heute auch fördert. Das heißt, das ist wie so ein riesengroßer Maskenball. Das, genau das schreibe ich in meinem Buch. Es ist wie so ein riesengroßer Maskenball. Und wir denken wirklich, diese Masken, das wäre jetzt wirklich etwas Echtes. Dabei ist es einfach nur ein riesengroßes Spiel. Wenn wir dahinter schauen, wenn wir dahinter gehen, dann ist das alles überhaupt nicht wirklich von Bedeutung. Und das ist einerseits natürlich ein bisschen traurig, andererseits aber ultra befreiend. Weil daran auch einfach ein ganz großes Potenzial verborgen liegt, um einfach zu erkennen, dass wir wieder aufeinander wirklich zugehen können. Und das ist die abschließende Erkenntnis, dass wenn wir jetzt eine Bank miteinander teilen, dass wir auf dieser Bank diese Masken einfach mal ablegen können, dass wir diese Geistlosigkeit, diese Ichlosigkeit, dieses Fremdgesteuertsein, dieses roter Faden folgen, einfach mal wegschmeißen können. Natürlich ist das ein Prozess, natürlich ist das eine Entwicklung, aber solche Momente, solche ehrlich miteinander geteilten Momente sind dann viel, viel mehr wert als dieser rote Faden, als irgendwelche Fingerbewegungen und als irgendein einfach ausgelöstes Dopamin. Und das ist meine Botschaft mit diesem Video für mich selbst, für dich, für uns, für unsere Reise, die wir fortan bestreiten werden und die uns dahin führt, dass wir diesen roten Faden immer weniger folgen werden und dass wir unserem eigenen Pfad folgen. Und mit diesen Worten war es das mit diesem Video. Ich wünsche dir für deine nächste Woche wie immer nur das Beste. Hoffe, wir sehen, hoffe, wir hören uns. Und gerne eine Mail an kontakt@mauriceneo.de oder einen Kommentar. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Video. Dein Maurice.